speichern nochmal. Eigentlich Hunger. Jetzt ist die Tanztussi wieder da. Es ist nicht meine Art, mit Fremden zu sprechen. Und ein komisches Männchen. Lassen Sie uns trotzdem reden. Ich glaube nicht, dass wir ein gemeinsames Thema finden. Seien Sie nicht so voreingenommen. Ich sehe das aber so. Auf Wiedersehen. Die Leute in dieser Bar sind absolut nicht gesprächig. Dann treffen wir uns mal mit Bellinger. August. Hallo, August. Wie geht's dir? Endlich sind Sie da. Bitte setzen Sie sich. Verzeihen Sie die Verspätung, aber die Geschäfte... Nicht so schlimm. Hauptsache, Sie sind hier. Ich habe mich beeilt, um so schnell wie möglich hier zu sein. Widmen wir uns dem Geschäft. Aber sagen Sie mir erst, wie es gelaufen ist. Alles erledigt. Nur ein Typ hat sich in die Angelegenheit eingemischt. Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich dabei um einen Privatdetektiv. Sie hätten ihn ebenfalls erledigen sollen. Wenn ich das früh genug gewusst hätte, würde er schon längst in einem Betonpfeiler hocken. Für meinen Geschmack ist er viel zu neugierig. Wir werden uns bald um ihn kümmern. Gut, ich dachte schon, Don Scarletti würde erwarten, dass ich mich darum kümmere. Machen Sie sich keine Sorgen. So, wenden wir uns der Vergütung zu. Mit Freude, mein lieber Smith. Gut. Ich habe einen Tisch im Cotton Club reservieren lassen. Ich sehe keinen Anlass dafür, das Lokal zu verlassen. Die Gesellschaft hier gefällt mir nicht. Sehen Sie den Mann am anderen Tisch? Das ist ein Bulle. Der Cotton Club ist sicherer. Das ist ein wahrhaftig überzeugender Grund. Gehen wir. Orlando, du musst es ja wissen. Ist es noch weit, Smith? Nein, wir sind gleich da. Ich nehme an, Sie haben die ganze Summe bei sich. Bis auf den Cent genau. Hervorragend. Ich mag es, wenn alles glatt läuft. Oh, die Rosenoma ist weg. Mein schönes Auto. Wie schnell alle Bescheid wissen. Was ist passiert? Warum haben Sie ihn erschossen? Was erzählen Sie da? Ich habe niemanden erschossen. Ich habe genau gesehen, wie Sie geschossen haben. Gott sei Dank, die Polizei ist da. Ganz andere Richtung. Ach, die zwei freundlichen Polizisten. Meine Herren, ich habe gesehen, wie der Mann da geschossen hat. Ich sehe, Orlando, Sie stecken wieder in Schwierigkeiten. Sie haben ein unwahrscheinliches Gedächtnis. Wenn Sie das sagen, was ist hier genau vorgefallen? Ich bin mit dem Mann die Straße runtergelaufen, plötzlich kommt ein Wagen um die Ecke und ein Typ feuert aus dem Fenster ein ganzes Magazin leer. Ein Mensch macht solche Pausen. Glauben Sie ihm nicht. Ich habe genau gesehen, wie er geschossen hat. Mit drei Pünktchen. Natürlich habe ich geschossen. In einer solchen Situation versteht sich das doch von selbst. Reden Sie sich nicht heraus. Ich habe genau gesehen, wie Sie geschossen haben. Ihre Aussage wird sicher Licht in die Sache bringen. Ich glaube, wir sollten die Aussage von dem Mann jetzt aufnehmen. Was meinst du, Steven? Natürlich. Am besten, bevor der Inspektor eintrifft. Nimm den Zeugen bitte mit in den Cotton Club und schreib diesmal alles gründlich mit. Kommen Sie bitte mit und erzählen Sie mir genau, was vorgefallen ist. Ich würde immer behaupten, dass Steven älter ist und einen höheren Dienstgrad hat. Das habe ich nicht aufgepasst. Verdammt, aber ich würde drauf wetten. Ich glaube, ich habe in dieser Sache auch etwas zu sagen. Oh ja, Mr. Orlando. In dieser Sache und in der von heute Vormittag. Da gibt es noch sehr viel, was geklärt werden müsste. Ich war dabei, die Sache aufzuklären, aber irgendjemandem scheint das nicht zu gefallen. Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen. Der wird niemanden mehr umbringen. Er wurde von seinem Auftraggeber erledigt. Er hat gestern Nacht Reynolds erledigt. Sein Name ist August Bellinger. Sehr clever. Schade nur, dass ich ihn nicht mehr befragen kann. Zumindest nicht in diesem Leben. Ja, auch ich finde das schade. Ich hatte eine ganze Menge Fragen an ihn. Nicht schlecht, Orlando, nicht schlecht. Hätte ich dir eigentlich nicht zugetraut. Was meinen Sie damit? Oh, ich habe nur laut gedacht. Sie werden sich sicherlich ausführlich mit dem Inspektor unterhalten. Er ist bereits auf dem Weg hierher. Habe ich mir doch gedacht. So, Mr. Orlando, warten Sie hier auf den Inspektor. Und ich kümmere mich darum, dass der Leichenbeschauer hier eintrifft.
Sicher. Genau. Ich möchte mich gerne mit Tom unterhalten. Das kann ich mir gut vorstellen. Warten Sie hier. Er muss jeden Augenblick da sein. Schön an mir vertraut, der Polizist. Na komm, geh schon. Geh weg. Geh weg. Ich geh dann auch mal. Laufen wir mal ein bisschen Zielstadt. Könnten wir uns hier mal das Restaurant angucken. Huch. Nein, das ist eben schon da. Wer sind Sie? Wir sind... Paul, bist du das? Sind Sie betrunken? Ich heiße nicht Paul. Paul, was ist mit dir? Gehen Sie, ich kenne Sie nicht. Und ich heiße nicht Paul, kapiert? Nein, den Casino-Chip. Die Zeiten des Tauschhandels sind längst vorbei. Ja, man tauscht nicht Geld gegen Ware. Warum schleppen Sie so etwas mit sich rum? Gut, das hilft nicht. Suchen Sie was? Ich suche Don Scarletti. Bin mit ihm verabredet. Tut mir leid, der Name sagt mir nichts. Da wollte ich nicht hingehen. Wo sehe ich die alte Schnapsbrennerei hin? Ah, hier. Gesucht. Jetzt ist sie auf. Gehen wir mal da rein. Ich habe ja von... Was machst du hier? Sind Sie der Boss hier? Ja, worum geht's denn? Ich brauche eine Flasche Whisky. Da bist du hier völlig falsch. Hier ist kein Lebensmittelladen, sondern eine Schnapsbrennerei. Ich kann doch die Flasche Whisky hier nehmen. Was sehen meine entzückten Augen? Eine Whiskyflasche. Was machst du hier? Ich möchte eine Flasche Whisky kaufen. Da bist du hier völlig falsch. Und wenn ich ihm 5 Dollar gebe, muss ich meine 5 Dollar hin. Kann ich gut gebrauchen.
Suchst du irgendwas? Ich wollte mich nur umschauen. Orlando ist mein Name. Privatdetektiv. Na und? Wenn du keinen Durchsuchungsbefehl hast, solltest du dich ganz schnell verdrücken. Ich möchte nur schauen, ob... Geht schon. Wiederkommen kannst du, wenn du einen Durchsuchungsbefehl hast. Niederschlagen? Ich will die Flasche Mist. Wollen wir das nicht lieber ausdiskutieren? Erschießen? Willst du auf Flaschen schießen? Dann geh zu einer Schießbude. Ich ihm die Leerflasche gebe. Was soll ich denn damit anstellen? Damit kann man sicherlich etwas Gescheiteres anstellen. Könnte ich zum Hotel zurückgehen und nochmal $5 ernten. Von der Schnapsbrennerei erzählen. Dann dürst du mir jetzt... Wenn ich Moneten hätte, wäre ich selber schon besoffen. Hey, mach dir keine Sorgen. Man sieht, dass du in Ordnung bist. Kannst du etwas für mich tun? Klar. Ich trinke auf dein Wohl. Sherry. Spendierst du mir jetzt... Wenn ich... Hey. Wieso? Kannst du mir helfen? Worum geht es? Ich muss zu Franks Werkstatt. Frank? Du kennst ihn sicher. Mechaniker. Muss seine Werkstatt irgendwo hier in der Nähe haben. Ah, der... Lauf die Straße hoch und dann nach rechts. Danke. Ja, du wärst ein echt dufter Typ, wenn du mir ein paar Mäuse für meine Flasche spendierst. Tut mir leid, ich habe keine $5 geerntet. War noch nicht wieder beim Hotel. Ob man das jedem sagen sollte? Herumlaufen und in der ganzen Stadt Geld verteilen. Obwohl, wenn es auf der Straße wächst. Oh, da steht ein Auto. Das war eben noch nicht da. Ob das Flugzeug auch wiederkommt? Wow, wow, wow. Ich glaube, diesen Wagen schon irgendwo gesehen zu haben. Da kommt das Flugzeug. Eine Einladung für das Casino. Das ist über sein Bild geflogen. Über sein Bild. Nein, auf 97 konnte man das besser machen. Ich habe Spiele von 87, wo das besser ist. Pause machen und mich um den Hund kümmern. So sieht der tote Bellinger in den Augen der Polizei aus. Wo ist mein Auto? Mein Wagen mitgenommen.
Dann machst du mir die $5 wieder mit. Die hier so freundlich nachwachsen. Ich will auch einen Respawn-Punkt für Geld. Sein muss nämlich auch Dollars. Nicht so. Vom Euro hätten wir mehr, aber... ich einen Punkt habe, wo Geld wächst. Kann auch Yen sein. Klar, es klingt nach der Gasse. Casino-Einladung. Bitte, treten Sie ein. Das Casino erwartet Sie. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. Stoppen wir hier jetzt mal. Spiel